Hallo Friends und willkommen zum 11. Part der Not So Berry Challenge. Der letzte Part war sehr spannend, denn wir konnten ein paar romantische Interaktionen verzeichnen. Sowohl von Mint als auch von anderen Personen oder jetzt in dem Fall einer Person. Wir haben uns kurz bei der Arbeit reingeklingt, weil sie auf einmal errötet war, glaube ich, wegen jemanden oder wegen etwas in der Nähe, aber ich denke jetzt mal wegen einer Person und hat dann auch ein bisschen flirty mit Nathan gesprochen. Und als wir uns mit unserem, ja eigentlich Kumpel Ezra verabredet haben, war es für ihn wohl nicht nur ein Abendessen unter Freunden, sondern ein eher romantisches Abendessen, da er auch ein bisschen romantisch geworden ist. Ihr seid, glaube ich, auch in gewisser Weise Fans von Ezra. Ich habe im Endeffekt nochmal überlegt, was wir jetzt genau machen sollen. Ich mag Ezra natürlich auch. Ich denke auch, dass es ja schon richtig für Mint ist. Also nicht richtig, aber schon recht gut, wenn sie so einen Gegensatz hat. Nicht noch jemand, der auch so introvertiert. Bin gerade lost. Gegenteil von introvertiert ist. Und Mint ist das ja auch. Und vielleicht brauchst du dann so jemanden wie Ezra, der ruhig ist, introvertiert. Sie beispielsweise nach einem langen Arbeitstag wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Sowas in der Art. Aber wir dürfen jetzt auch nicht verdrängen, dass sie errötet war, als sie mit Nathan gesprochen hat. Ich würde sagen, dass wir der Sache nochmal auf den Grund gehen und vielleicht nochmal mit Nathan sprechen. Vielleicht auch außerhalb der Arbeit. Und einfach mal schauen, was passiert. Könnten wir ja theoretisch mal tun, aber natürlich überlegen wir uns auch noch was wegen Ezra. Jetzt haben wir auch genug gelabert. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was ich auf jeden Fall in diesem Part noch machen möchte. Und deswegen starten wir mal direkt los hier. Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sad. Ich habe einfach voll vergessen, dass Erntefest war. Ich habe das mega vergessen. Und deswegen habe ich das voll aus den Augen verloren, dass hier auch Zwerge standen und so. Das habe ich nämlich überhaupt nicht gesehen. Und die hätten wir auch voll gut verticken können. Wir hätten da voll Geld mitmachen können. Und ich habe es einfach voll vergessen, übersehen und was auch immer. Ich wollte das jetzt noch machen, bevor jetzt hier nach 2 Uhr ist, weil ab 2 Uhr ist ja dann der Feiertag vorbei. Ja, wir haben 2.05 Uhr. Aber dafür verkaufe ich jetzt all die 26 Altmaterialien. Ist nur 130? Nee, die verkaufe ich doch nicht. Wir würden mit Rasmus... Rasmus ist mehr wert als nur 300 Simoleons. Oha, eine Schwebelampe. Ja, good morning. Oh nee, jetzt wacht sie auf, weil sie traurig ist. Was machst du hier denn jetzt? Sie nimmt sich mal ein Gericht. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, wenn wir gerade dabei sind. Im letzten Part wurden wir ja gefragt, ob Mint kochen mag. Das hat Mint nicht gefragt. Das hat das neue Update von Sims gefragt. Denn es gibt jetzt Vorlieben und Abneigungen. Ach, guck mal, direkt ist sie wieder glücklich. Das Essen hat sie wieder direkt hier glücklich gemacht. Oha, sie hat einen Durchbruch erzielt. Das freut mich aber jetzt ja mal mega doll. Nur noch einen. Warum ist sie denn schon so ausgeschlafen? Ach stimmt, wir sind direkt eingeschlafen, als sie von der Arbeit kam. Das war nämlich ein sehr aufregender Tag. Stimmt ja. Ja, Mint, was möchtest du denn hier jetzt mitten in der Nacht machen? Was ist das denn für ein Spiel? Ja, komm, sie kann ja mal kurz hier ein bisschen zocken. Wir können ja mal überlegen, was so Mints Vorlieben und Abneigungen sind. Wenn wir sowieso in Erstelle 1 Sim sind, könnten wir Mint ein Alltagsoutfit geben, zusätzlich, weil sie hat ja bis jetzt nur das und vielleicht finden wir noch was Mintfarbenes, was uns gut gefällt. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Das machen wir jetzt auch. Also was auf jeden Fall eine Vorliebe ist, ist Unfug. Ich würde sagen, wir machen hier das jetzt mal nicht hier im Vorhinein, weil das soll Mint ja immer noch für sich selbst entscheiden. Aber da wir auf jeden Fall da das schon wissen, können wir das auf jeden Fall machen. Ja, kochen, weiß ich nicht. Ihre Lieblingsfarbe ist auf jeden Fall grün und blau, weil grün und blau sind ja gemischt Mint. Glaube ich. Wir können mal schauen, ob wir noch irgendwas Cooles finden. Deswegen mache ich jetzt auch keine Timelapse, weil es dauert hier jetzt eigentlich nicht so lang. Ist das mintfarben? Das
passt aber irgendwie null zu Mint. Ist echt schwierig hier gerade. Wir könnten auch mal eine andere Frisur geben. Also mit den gleichen Haaren oder vielleicht mal so eine andere Frisur, die vielleicht auch voll zu ihr passen würde. Direkt ein völlig anderer Mensch oder völlig anderer Sim. Ich finde so eine Frisur halt eigentlich auch mega passend zu Mint, also so ein Zopfmäßig. Aber ich kann hier halt leider nicht die Farbe auswählen, die Mint halt wirklich eigentlich hat. Also ich finde, wie ihr hier seht, die Haare sehen schon sehr ähnlich aus, aber vielleicht mal einfach so eine andere Frise ist auch mal ganz cool. Oh mein Gott, dazu sage ich jetzt mal einfach mal gar nichts. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Outfit findet. Weil, klar, das ist eine Sporthose, aber ich finde, das ist voll ein Vibe. Ja, komm, wir lassen das erstmal so und, also ich kann es ja dann immer noch sonst ändern. Sie könnte dann gleich mal duschen gehen. Hä, was ist das denn hier? Es ist fantastisch, das zu tun zu können, was man liebt. So, dann kann sie sich ein bisschen hier um ihren Garten in Anführungsstrichen kümmern und mal ein bisschen Blätter rächen. Ui, das neue Outfit. Let me look at you. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Schon wieder ein Feiertag. Oh, Nacht in der Stadt. Kostenlose Speisen und Getränke. Hä? Lokale Unternehmen möchten sich bei ihren Kunden durch kostenlose Speisen und Getränke bedanken. Es ist Zeit, aus dem Haus zu gehen und einen Schauplatz zu besuchen. Mint, bist du bereit? Heute ist Freitag. Und ich habe auch eine Idee, mit wem wir essen gehen. Und zwar mit Nathan. Weil, wenn wir das so betrachten, ist es ja Mints Wunsch, der Sache auf den Grund zu gehen. Was ist los mit dir? Ach, dir ist kalt. Dann zieh doch deine Wintersachen an. Ja, mach noch einen Haufen. Auf jeden Fall. Ja, ich erkunde hier gerade ein bisschen die Gegend. Weil wir könnten uns mal wieder auf die Suche machen, ob wir irgendwo graben können. Ah ja, hier können wir immer graben. Was ist denn jetzt hier wieder für ein Typi? Ach, Björn Bjergsen. Ja, ja, interessant. Schon wieder eine Zeitkapsel. Jetzt spiel uns hier keinen Streich. Nee, wo ich gerade darüber nachdenke, macht mich das nicht glücklich, dieses Outfit. Ihr versteht das doch, oder? Ich muss es mir nochmal anschauen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Oberteil geht, aber ich finde das irgendwie cool. Ist das jetzt zu wenig mintfarbend oder ist das noch im Rahmen? Ich meine, das ist ja auch bläulich. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin so schlecht im Entscheiden. Es tut mir sehr leid. Kurze Unterbrechung. Du kannst mal eben hier die Blätter entfernen. Oh ja, am besten nicht selbst anfackeln. Ja, gelangweilt. Toll. Sie könnte jetzt nochmal ganz schnell was essen. Ich meine, sie hat jetzt nicht mehr so viel Hunger. Einfach irgendwie Milch, irgendwas Kleines zum Snacken. Ja, ist in Ordnung, Mint. Du, ist okay. Mint, what do you are doing? Ich hatte auch überlegt, dass theoretisch Mint übers Wochenende mal in Urlaub fahren könnte, zusammen mit Chloe und den Kindern. Das stelle ich mir eigentlich schon ganz cool vor. Deswegen hatte ich auch überlegt, heute frei zu nehmen. Aber dadurch, dass heute Nacht in der Stadt ist, möchte ich es jetzt eigentlich auch nicht mitnehmen, weil das ist ja eigentlich auch ganz cool. Deswegen, da Urlaub sowieso überteuert ist, machen wir das einfach für einen Tag, irgendwie von Samstag auf Sonntag oder ja, genau. So würde ich das einfach mal machen. Weil Mint hat in letzter Zeit ja auch echt hart gearbeitet, sage ich mal. Und wie die Challenge das vorhersagt, nimmt sich Mint ja trotzdem Zeit für ihre Freunde. Genau, das war so mein Gedankengang. Sie könnte jetzt noch eben etwas lesen, weil wäre, glaube ich, ganz cool. Es geht schon zur Arbeit. Woo! Willkommen bei Future Sim Labs. Ja, ich denke mal, Mint geht jetzt noch Nathan, wenn er denn hier ist, ja, aus dem Weg. Nee, oder? Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich als Aufgabe, mit Nathan zu plaudern. Das Spiel möchte es doch einfach nur prophezeien. Aber wir machen das jetzt mal, weil es ist ja auch irgendwie ein Zeichen, wenn ich Plaudern jetzt hier mal finden würde. Es tut mir leid, aber hier existiert Plaudern nicht. Vielleicht muss sie erstmal das Gespräch beginnen, bevor sie plaudern kann. Was weiß ich. Achso, das zählte schon. Ja, okay. Cool. Tschö. Sarah ist übrigens wieder da. Wir können jetzt
mit Rasmus per Gedankenkontrolle jemanden putzen lassen. Und das muss ich jetzt hier machen, weil ihr seht, das ist jetzt hier ein eigener Punkt. Ich weiß nicht, ob es gerade auch schon da war und ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall steht hier jetzt säubern. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ich bin sehr excited. Wende Gedankenkontrolle an. Ja, ich bin so gespannt. Tschüss. Oh mein Gott, was geht denn hier schon wieder für eine Action ab? Aus dem Hinterhalt, Mint, ey, das gibt gar nicht hier. So, was passiert denn hier jetzt? Ich bin super gespannt. Wie das aussieht. Guckt es euch an. Sie hat irgendwelche komischen Sachen um Kopf. Was ist denn hier los? Putzt sie jetzt? Es kann nicht sein. Sie putzt. Sie ist irgendwie ganz durchgedreht. Sie ist jetzt hypnotisiert oder was auch immer. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir wissen jetzt, dass es funktioniert. Und ich komme nicht mehr klar. Oh mein Gott. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir sollen jetzt nach dem Genuss eines Rosenparfümserums mit jemandem flirten. Was will das Spiel eigentlich bezwecken? Jetzt mal ohne Flachs. Das funktioniert nicht. Übrigens ist jetzt Dingsbums Kollegin wieder nicht hypnotisiert. Schön und gut, wir sollen jetzt Aliens kontaktieren. Und ich würde behaupten, das machen wir lieber hier anstatt zu Hause, weil ich glaube, das möchte ich nicht zu Hause, dass da Aliens rumspazieren. Entführungen verhindern. Oh Gott. Ich bin sehr gespannt, was uns... Das wird die Aliens zu uns führen. Vielleicht entführen sie uns ja sogar. Was passiert hier? Kommen die jetzt? Hallo? Oh Gott, er ist ohnmächtig geworden. Ist das eventuell von dem Serum, den wir ihm gegeben haben? Man weiß es nicht. Wir mussten nämlich ein ungetestetes Serum jemandem geben. Wir sagen jetzt einfach mal, er war müde und ist deswegen ohnmächtig geworden. Wir haben da absolut nichts mit zu tun, ja? Mint wollte jetzt unbedingt noch ein Sandwich essen, weil sie wirklich sehr Hunger hat. Aber wir können jetzt noch einmal ganz kurz Nathan sagen. Ja, Nathan. Okay, nee, wir haben jetzt eh keine... Arbeit ist jetzt eh vorbei. Woo! 843 Tacos. Tacken. Da machen wir das jetzt mal. Das können wir nämlich bestens vereinbaren. Dass wenn wir eh mit Nathan das nochmal ein bisschen klären wollten und gucken, ob Mint jetzt wirklich so in ihn verknallt ist. Nein, Spaß. Können wir das auf jeden Fall bestens feststellen, wenn wir jetzt in die Stadt gehen und hier mal ein bisschen reisen gehen. Und zwar mit Nathan. Mal sehen, was daraus wird. Ich bin sehr gespannt. Du wirst Nathan doch dort treffen. Ja, dankeschön. Ja, in San Myshuno, denke ich mal. Aber ich weiß ja nicht, wohin. Also, wo müssen wir denn hin? Also, ist es einfach überall in der Stadt? Wir müssen eigentlich auch noch mal ein Restaurant hier platzieren. Komm, das machen wir mal eben. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Warum denn keine Ergebnisse? Bist du lost? Oh, das sieht ja schick aus. So ein japanisches Restaurant feiere ich. Wie kann in diesem Spielmodus nicht platziert werden? Oh, was ist denn jetzt hier los? So, 3 Stunden später und ich habe ein nettes Restaurant, glaube ich, gefunden. Ich habe mehrere gefunden, aber ich habe jetzt natürlich erst eins platziert. Jetzt neuer Versuch. So, das ist jetzt als Café noch synchronisiert. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Es regnet natürlich. Warum sollte es auch nicht regnen? Und hier haben wir das gute Stück. Ja, okay, hier fehlt Tapete, aber ist gar kein Problem. Das sieht echt ganz schick aus, oder? Also ich find's cool. Und wir warten jetzt erstmal, bis hier die Läden aufmachen. So lange können wir uns hier zusammen hinsetzen. Ich hoffe mal, da passiert auch gleich noch irgendwas. Wir warten jetzt erstmal ab. Mal sehen, was so läuft. Wir könnten auch in der Zeit, ich weiß nicht, ist das hier überdacht? Ja, easy. Wir könnten ein bisschen Tischkicker spielen, genau. Um so ein bisschen die Stimmung aufzulockern, weil die beiden haben ja jetzt auch nicht wirklich was schon mal zusammen gemacht und deswegen, ne? Och, Mint, was trägst du denn noch deine Arbeitskleidung? Das
kann ja wohl nicht dein Ernst sein. So, wir ziehen das mal hier an. Ja, es ist ja ganz schick. Nebenbei können wir so ein bisschen plaudern. Ich weiß halt nicht, ob wir sonst noch woanders hin müssen, damit die Läden aufmachen. Ja, schön und gut. Wir werden jetzt erstmal hier was essen, damit wir wenigstens diesen Feiertag mal wirklich feiern konnten. Ich hoffe, die beiden sind jetzt gleich bereit, weil ich weiß nicht, wann das Geschäft zumacht. Du arbeitest als Labortechniker. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Singen? Warum singst du denn jetzt? Nein! Ich krieg gleich Aggressionen. Warum geht es immer nach hinten los, wenn ich irgendwas plane? Es geht immer nach hinten los. Da mussten wir jetzt halt 100 Groschen ausgeben. Na, was soll der Geiz? Jetzt geht's aber los hier. Ein Veggie-Burger. Das ist nämlich hier alles kostenlos. Das ist nämlich richtig cool und ja und cool. Mint, was ist denn mit dir los? Du bist ja total müde. Wo ist Nathan denn jetzt? So, Mint hat jetzt ein bisschen Spaß gehabt. Ja, toll. Yay, yay. War lecker. Was ist das? Jetzt sehe ich hier, wie jemand jetzt wieder Essen verkauft. Gerade war da niemand. Jetzt habe ich umsonst 100 Euro Simoleons ausgegeben. So, wir werden jetzt erstmal hier uns zusammen hinsetzen und ein bisschen unser Leben genießen. So, gute Zeiten. Was? Ach, die haben ein Gefühl erhalten. Glückliche Nähe durch glückliche Erinnerung. Krass. Hier ist ganz schön. Setzt euch mal hier hin. Nathan, kannst du dich bitte einfach da hinsetzen? Leute, es tut mir sehr leid, aber mein Spiel ist gerade abgestürzt. Deswegen wundert euch nicht, wenn jetzt irgendwie die Uhrzeit anders ist oder dass sie noch nicht wirklich komplett müde ist, sondern jetzt nur relativ müde. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles soweit nachinszeniert, wie es auch wirklich passiert ist. Ich lasse jetzt einfach mal weiterlaufen. Sie entscheiden jetzt selbst, was sie damit machen, mit der Situation. Das Ziel war ja auch einfach, dass wir sehen, was sie machen. Es passiert aber nichts und Mint ist auch nicht irgendwie romantisch oder errötend oder fühlt... Wer ist das? Was möchtest du? Leila, Iles. Okay, soweit ich das hier beobachte, ist es ein lustiges Gespräch. Sie machen die ganze Zeit freundliche Aktivitäten, also wirklich mehr als Freundschaft sehe ich da nicht. Oder war sie errötend wegen einem anderen Sim? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil über welchen Sim oder durch welchen Sim war sie so flirty unterwegs? Mint, was machst du denn jetzt? Tob dich aus. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt hiervon gehalten habt. Also, was ihr jetzt so daraus interpretieren könnt. Sie geht jetzt auch gleich nach Hause, weil sie wirklich hundemüde ist. Aber sie hatten trotzdem einen schönen Abend, haben Tischfußball gespielt, haben was zusammen gegessen, mussten dafür auch nichts bezahlen. Also deswegen hatte Mint auch einen sehr guten Feiertag, sage ich mal. So, direkt ins Bett, meine Liebe. Sie träumt jetzt ein bisschen über Ezra und ihre romantische Begegnung bei der Arbeit, wo wir wahrscheinlich nie erfahren werden, warum sie diese oder durch wen sie diese romantische Atmosphäre bekommen hat. Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, vielleicht auch nicht. Aber das mit Ezra steht ja auf jeden Fall auch noch im Raum. Auf jeden Fall möchte ich jetzt das... Oder hat Mint bestimmt auch Lust, dass sie jetzt erstmal Abstand von den männlichen Sims bekommt und jetzt erstmal einen Girls-Trip macht. Chloe wird natürlich auch ihre Kinder mitnehmen. Und da habe ich wirklich mega Lust drauf. Sie wird jetzt aber vorher frühstücken. Und zwar das Parfait. Mhm, genau. Oh, sie ist auch dehydriert. Ja, du musst erstmal hier Wasser trinken. Dann kannst du frühstücken. Dann werden wir Chloe anrufen, fragen, ob sie Lust hat. Und dann werden wir schauen, wo wir überhaupt den Urlaub machen können. Nein. Weil vielleicht finden wir da auch noch eine coole Location. Ich mache mich da mal auch auf die Suche. Vielleicht finden wir was Cooles. Wir können ja erstmal Chloe gleich anrufen, ob sie überhaupt Zeit hat. Das wissen wir natürlich auch noch nicht. Endlich ist die Sonne mal wieder rausgekommen und ich finde, das ist ein perfekter Anlass, um auch
diesen ja, kleinen Kurztrip durchzuführen, sag ich mal. Deswegen seht ihr auch schon, sie telefoniert gerade mit Chloe und fragt natürlich, Chloe, ich habe... Oh, okay, das war schon das Telefonat. Chloe, ich habe überlegt, lass uns doch übers Wochenende mal wegfahren. Einfach mal Abstand gewinnen. Ich brauche auch Abstand von Nathan, Ezra und der heimlichen, romantischen Person. Lass uns doch mit den Kids zusammen einen Kurztrip starten. Und Chloe sagt natürlich, oh ja, Mint, das kommt wie gerufen, diese Idee. Ich bin sowas von bereit dafür. Jetzt wisst ihr schon, was im nächsten Part passiert. Aber ich finde, das gehört auch im nächsten Part. Deswegen werde ich jetzt hier diesen Part beenden. Wow, das war ja total umständlich erklärt. Oh Mann. Die Sonne ist sogar in Real Life noch rausgekommen. Das ist ja wirklich großartig. Schreibt gerne all das, was ich euch gefragt habe. Ich weiß gar nicht, bezüglich des Outfits und bezüglich Nathan und Ezra, glaube ich. Obwohl, nee, wegen Ezra habe ich gar nichts gefragt. Ach ja, ihr wisst ja Bescheid. Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Part gefallen hat. Schaut bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Und habe ich jetzt alles gesagt? Abonniert und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine solchen Videos mehr verpassen wollt. Ich glaube schon. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Tschüss!